Lilli Gruber oder auch Lilli La Rossa, eine der Südtiroler Ikonen des italienischen Fernsehjournalismus, war gestern wieder mal im Lande. Das alleine ist zugegebenermaßen noch kein Grund aufzuhorchen. Doch diesmal war Lilli Gruber für die Buchvorstellung ihres Buches Das Erbe da. Und zwar auf Einladung des Schützenbundes. Und das wiederum ist ein Grund, sich das mal näher anzusehen. Die rote Lilli und die Schützen? Wie kam es zu diesem ungleichen Gespann? Als echter Schütze ist er ein DJ, kann ich sagen. Und dann eben hat auch mal die Lilli Gruber das Buch vorgestellt und dann das mitgekriegt. Und mir hat das eigentlich recht gepasst, wie sie da geredet hat. Und auf den habe ich mir ihre Assistentin kontaktiert. Und dann hat Lilli Gruber gesagt, bitte komm nach Montan, komm nach Pinzon, wo eigentlich die Wiege ist von deinen Ohren, wo die Wiege ist von deinem Buch, und mach uns da eine Vorstellung. Lilli Gruber hat die Einladung angenommen. Das Buch handelt von ihrer Urgroßmutter, einer streitbaren Frau, die ihr Leben aufgeschrieben hat. Meine Urgroßmutter Rosa Tiefenthaler aus Entiklar-Pinzon war die Tochter eines reichen Großgrundbesitzers und das Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Und die hat ein Tagebuch geführt, was sehr außergewöhnlich war für die damalige Zeit, dass eine Frau so kultiviert und so gut hat Deutsch schreiben können. Viele Unterlandler, quer durch die politischen Lager, wollten die Geschichte hören. Lilli Grubers Buch handelt von Südtirol zwischen den beiden Weltkriegen, Annexion an Italien und der Optionspakt zwischen den Despoten Hitler und Mussolini. Die Nachforschungen haben den Zwiespalt des Landes zwischen Antifaschismus und Nationalsozialismus zutage gefördert. Ich war überrascht auch über die Geschichte ihrer jüngsten Tochter, meiner Großtante Hella Rizzoli, die eine ganz vehemente Antifaschistin war und sich aber dann über die verschiedenen und langen Recherchen, die ich sowohl in den Archiven als in den Staatsarchiven und Familienarchiven gemacht habe, wie sich dann herausgestellt hat, war auch eine sehr begeisterte Nazi-Anhängerin. Für Südtirol, so Gruber, sei diese Zeit des Nationalsozialismus und des Faschismus immer noch ein Tabuthema. Die Südtiroler selbst würden sich immer als Opfer darstellen. Sie arbeitet bereits an einer Fortsetzung des Romans. Doch es liegt nicht an uns, so Gruber, die Vergangenheit zu verurteilen. Vielmehr haben die jetzigen Generationen einen Auftrag. Dass sie schauen sollen, so viel zu erfahren über die Vergangenheit, weil dann können wir eventuelle Fehler in der Zukunft nicht mehr begehen. Das Erbe, die Geschichte meiner Südtiroler Familie, ist ein Versuch, die Geschichte zu erzählen, um die Zukunft zu verbessern.